So, jetzt bitte festdrücken. Und morgen haben wir dann schon die Typisierung. Typisierung? Für eine mögliche Knochenmarkspende. Ich denke, wir arbeiten nur mit Medikamenten. Das ist der ganz übliche Weg, dass man zunächst mit einer Chemotherapie startet. Aber für den Fall, dass sie nicht anschlägt, sollten wir über eine Knochenmarkspende zumindest nachdenken. Und gegebenenfalls können wir dann umso schneller handeln. Die Chemotherapie ist also keine sichere Sache. Frau Tarasch. Wenn ich schon meine Haare verliere, dann vielleicht ist alles umsonst. Nein, momentan wissen wir noch gar nichts. Also auch nicht, ob irgendwas umsonst ist. Ich möchte nur auf alles vorbereitet sein. So, lesen Sie sich hier diese Broschüren in Ruhe durch. Hier sind alle verschiedenen Therapieformen aufgeführt, die Nebenwirkungen, die Erfolgsaussichten. Aber versuchen Sie auch, an andere Dinge zu denken. Lenken Sie sich ab. Tun Sie sich was Gutes. Das Wichtigste für Ihre Heilung ist, dass Sie mit einem guten Gefühl in die Therapie starten. Dass Sie an sich glauben. Je positiver Sie an die Sache rangehen, desto größer sind Ihre Heilungschancen, glauben Sie mir. Genauso wichtig ist natürlich auch ein harmonisches Umfeld, Familie, Freunde. Außer meinem Bruder habe ich keine Familie mehr. Aber zu Ihrem Bruder haben Sie doch ein sehr inniges Verhältnis, wenn ich das richtig sehe. Und das ist gut und viel wert. Das ist wichtig im Kampf gegen den Krebs. Wie hat er eigentlich reagiert auf die Diagnose? Sie haben es ihm noch gar nicht gesagt. Ich will nicht alle damit belasten. Außerdem habe ich doch Simon. Ich weiß, Simon war anfänglich nicht begeistert davon, dass Sie mich als behandelnde Ärztin betreuen, aber er steht hinter mir. Und somit auch hinter Ihnen. Vielleicht sollten wir drei uns mal zusammensetzen, bevor die Therapie beginnt, zu einem gemeinsamen Abendessen. Ich weiß Ihre Bemühungen zu schätzen, aber die Beziehung zu meinem Sohn ist ein anderes Thema und ich möchte das hier nicht vermischen. Sie müssen sich jetzt vor allem um sich selbst kümmern. Holen Sie sich einen weiteren Vertrauten ins Boot. Sagen Sie Ihrem Bruder, was Sache ist. Er wird Ihnen eine große Stütze sein. Sportlich, sportlich. Ben, ich habe die beiden zusammen gesehen. Wen? Deine Mutter und ihren angeblichen Gehirnwäscher. Die beiden, die haben sich umarmt. Er musste sie keinen Moment zwingen. Ja, das ist doch der Beweis. Genau, dass die beiden irgendein Komplott planen. Dass sie nicht weiß, wer sie ist und dieser Typ sie immer noch in der Hand hat. Ben, willst du die Wahrheit einfach nicht erkennen? Ich kenne sie längst. Ich und dieser Mistkerl, wir sind die einzig beiden, die sie kennen. Ich bin vorhin bei Silvia in der Praxis gewesen und hab... Was, jetzt seid ihr schon per Du? Was? Was hat Silvia gesagt? Es ist absurd genug, dass ich immer noch Frau Wielander sage, wenn ich mit ihr spreche. Jedenfalls, sie ist so gewesen wie immer. Nett, hilfsbereit und sie hat von sich aus alles erzählt. Was heißt das? Alles? Über ihren Unfall und ihre Vergangenheit mit diesem Paul. Ich schwör's dir, sie hat keine Ahnung, dass sie nicht Silvia Wielander ist. Oder sie spielt ihr einfach nur was vor. So gut kann sich niemand verstellen. Okay. Und wann willst du es ihr sagen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt gut ist. Wenn sie plötzlich erfährt, dass sie gar nicht die ist, die sie glaubt zu sein. Du kannst sie doch nicht im Ungewissen lassen. Wenn öffentlich wird, dass sie Barbara von Heidelberg ist. Ich will sie auf keinen Fall ins Gefängnis bringen. Emma, du darfst das niemandem sagen. Bitte. Ich sag es ihr. Aber überlass mir wann. Es ist schwer genug für mich, dass sie ihr nicht einfach sagen kann, dass ich ihr Sohn bin. Zimmerservice. Kann gerade nicht. Ich habe dir ein bisschen was von Frau Sombichlers Kraftbrühe retten können und frisches Gemüse, Saiblingsfilet. Danke, aber ich habe gar keinen Hunger. Jetzt hör mal.
Wir waren uns darüber einig, dass du dich ein bisschen schonst. Das tue ich auch. Das hier ist mein Therapieplan. Wie lange die Chemo dauern wird, wie lange ich... Entschuldige mal, aber das sollte doch Aufgabe deines behandelnden Arztes sein, oder? Simon, jetzt fang bitte nicht schon wieder mit deiner Mutter an. Nein, das tue ich doch gar nicht, aber... Sie hat mich genauestens über alles informiert. Der Plan ist für mich. Okay. Ich gehe nun mal gern koordiniert vor. Und wenn ich mich Schritt für Schritt an den Plan halte, dann... Ja, dann kann ich vielleicht in ein paar Monaten wieder gesund sein. Was ich jetzt brauche, ist eine positive Einstellung. Das hat deine Mutter gesagt. Mhm. Na, damit hat sie vielleicht ausnahmsweise mal recht. Na also? Aber was du am allermeisten brauchst, das ist Kraft. Und die bekommst du nur durch gesundes Essen. Also. Ich möchte das hier fertig bekommen. Frau Wielander, guten Abend. Ach, hallo, Herr Saalfeld. Ich habe gehört, Sie haben in der Praxis von Frau Dr. Konopke angefangen. Ja. Das heißt, Sie wollen länger bei uns bleiben? Hier fängt mein neues Leben an. Ich freue mich sehr drauf. Viel Glück. Danke und schönen Abend noch. Danke. Ihnen auch. Was denkst du, wenn du sie siehst? Bitte? Denkst du dann an Barbara von Heidenberg? Also, mich würde es beunruhigen, wenn jemand, der meinem Todfeind so ähnlich sieht, plötzlich neben mir stünde. Ja, zu laut den Beweisen handelt es sich nicht um die Heidenberg. Aber es ist irgendwie... Unheimlich? Ja, unheimlich. Sehr sogar. Emma... Hör zu, vergiss die Geschichten. Du kanntest die Heidenberg nicht und ich will nicht an sie erinnert werden. Ja? Okay. Ja, dann gehe ich mal heim. Ja. Schönen Abend dir noch. Dir auch. Und was gibt's sonst noch Feines? Gedünsteter Saibling mit Karottengemüse und einer Kartoffel. Aha. Passt dir das etwa nicht? Doch, warum soll mir das nicht passen, wenn es so gut schmeckt, wie es riecht? Naja, Saibling gab's heute Mittag schon als Personalessen. Aber sowas kriegst du ja gar nicht mehr mit, seit du immer nur Sport machst in der Mittagspause. Ja? Bist schon ein bisschen stolz auf mich, ja? Ja. Sag mal, in welche Richtung wanderst du denn eigentlich immer? Hm? Wandern? Hildegard, ich walke. Ja, Richtung Kapelle, dann durch den Gruberwald und... Wieso? Könnte es vielleicht sein, dass du zufällig so in die andere Richtung walkst? Richtung Alter Wirt? Na, was sollte ich denn... Hildegard, das ist doch ein Schmarrn. Ich ernähre mich gesund, so wie es die Frau Doktor gesagt hat. Ich habe schon kapiert, dass das wichtig ist. So, hast du das? Ja, freilich. Alfons, ich glaube dir kein Wort. Du isst heimlich. Ja, sag mal, wie kommst du denn da drauf? Weil ich dich schon so lange kenne. Hildegard. So viel Vertrauen hast du also zu mir. Du glaubst mir nicht, dass ich dir und meiner Gesundheit zuliebe auch einmal auf was verzichten kann. Ha? Na, bravo. Bravo. Da kasteit man sich, isst nur noch Hasenfutter, macht Sport und wofür? Aber ich kann es dir ja wirklich nie recht machen.